Hallo, liebe Deutschlernende, ich bin's, Marco. Ich bin froh, dass ich jetzt ein Video für euch machen kann, denn heute Morgen war ich nicht ganz so auf der Höhe. Ja, das sagt man im Deutschen so, wenn man ein bisschen krank ist. Ja, heute Morgen war ich ein bisschen krank. Ich war nicht ganz auf der Höhe. Ja, das finde ich sehr bildlich gesprochen. Das finde ich einen tollen Ausdruck, ne? Weil man kann sich ganz gut vorstellen, wenn man gesund ist, dann ist man auf der Höhe. Ja, dann ist man oben. Ja, und wenn man nicht so gesund ist, wenn man krank ist, dann ist man nicht so auf der Höhe. Ja, dann ist man ein bisschen unter der Höhe, sozusagen. Ja, also man fühlt sich ein bisschen krank. Man ist nicht in Top-Form. Ja? Und heute Morgen ging es mir nicht so gut. Mir war sehr schwindelig. Ja? Ich habe mich sehr schwindelig gefühlt. Und jetzt geht es mir zum Glück besser. Und ich habe ein bisschen recherchiert, was Schwindel so alles ist, und möchte euch jetzt davon erzählen. Also Schwindel, was heißt eigentlich Schwindel? Schwindel ist das Gefühl, dass sich alles dreht. Ja? Das Gefühl, dass alles so, die ganze Welt dreht sich, es geht hin und her, alles schwankt. Das ist Schwindelgefühl. Und Schwindel passiert dadurch, dass irgendwas mit dem Gleichgewichtssinn nicht stimmt. Und ich fasse mein Ohr an, weil im Ohr sind, glaube ich, die Sensoren für Gleichgewicht. Ja? Es hängt sehr viel mit dem Ohr zusammen. Und wenn man kein gutes Gleichgewicht hat, ja, wenn der Kopf einem sagt, man ist nicht im Gleichgewicht, aber man steht eigentlich nur da, dann wird man sehr verwirrt. Also das ganze System funktioniert nicht mehr wirklich. Es werden unterschiedliche Signale gesendet. Ja? Man fällt nicht um, aber trotzdem sagt das Gehirn, wir sind im Ungleichgewicht, wir müssen, irgendwas ist nicht in Ordnung und so. Und dann fühlt man sich ganz, ganz schlecht. Ja? Das ist Schwindelgefühl. Und es kann mehrere Ursachen haben. Ja? Also bei vielen Leuten ist es so, wenn sie nicht unbedingt Höhenangst haben, aber wenn sie ganz oben sind, irgendwie auf einem Berg oder auf einer Seilbahn oder so, und sie gucken runter, ja? Oder sie sind auf dem Grand Canyon, ja? Sie gucken runter und dann wird ihnen schwindelig, weil es so tief ist. Ja? Dann wird ihnen schwindelig, weil es sehr, sehr tief ist. Und es kann aber auch ganz viele andere Gründe haben, wie zum Beispiel, dass man irgendwie krank ist, dass man nicht gut genug gegessen hat. Es gibt sehr, sehr verschiedene Gründe. Und ich glaube, bei mir lag es am Essen. Ich habe gestern nicht so gut gegessen, oder irgendwas hat mir nicht bekommen. Irgendwas hat meinem Körper nicht so gut getan. Und deswegen, das finde ich auch das Tolle an Krankheiten, dass es wirklich so ein Signal ist vom Körper, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann hat man sozusagen die Information, dass man etwas ändern sollte. Ja? Also wenn man krank ist, dann ist es vielleicht das Signal, dass man anders essen sollte. Und wenn man dann anders isst, dann geht es einem viel besser. Ja? Insofern finde ich das eigentlich sehr, sehr praktisch. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, ja, wenn es euch nicht gut geht, geht zum Arzt, ja, natürlich. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil es jetzt nur einmal war und es war nach einiger Zeit vorbei. Aber wenn es nochmal auftritt, gehe ich natürlich zum Arzt. Aber ich sage das nur, weil viele Leute, die scheuen sich zum Arzt zu gehen, ja, viele Leute gehen nicht zum Arzt.
Und gerade bei Männern, Männer gehen statistisch nicht so oft zum Arzt und dann werden sie 50 und sterben, fallen tot um. Hoffentlich nicht, aber bei vielen Männern passiert das so. Ja? Viele Männer gehen nicht so oft zum Arzt und dann werden viele Krankheiten nicht so schnell entdeckt. Ja? Ich hoffe, das war interessant für euch. Ein bisschen Informationen über Krankheit und über Schwindel und mir geht es jetzt zum Glück viel, viel besser und ich bin froh, dieses Video für euch aufnehmen zu können, dass es mir wieder gut genug geht. Und ich glaube, momentan könnt ihr mich auch nur ganz bisschen verstehen, weil wieder so viel Wind ist. Es ist immer so viel Wind hier. Naja. Genau, also das ist Schwindelgefühl, das ist Krankheit. So dieses Gefühl, dass sich alles dreht, das ist Schwindel. Und ja, das war's. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!